Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es ja sicherlich wisst, gibt es wöchentlich immer kostenlose Spiele im Epic Games Store, die man sich dann aufs Konto holen kann, ohne dafür etwas zu bezahlen und das dann irgendwann kostenlos einfach spielen kann. Und ich finde das eine richtig nice Sache. Und gestern war es so, dass tatsächlich GTA 5 in der Premium Edition kostenlos im Epic Games Store verfügbar war, beziehungsweise ist auch immer noch verfügbar, nämlich bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr. Deshalb gab es gestern, by the way, auch ein paar Crashes vom Epic Games Store, wodurch man 2 Stunden oder so nicht reingekommen ist. Aber jetzt ist alles gefixt und ihr könnt es euch kostenlos holen. Auch wenn ihr vielleicht eine Konsole habt, könnt ihr es euch für die Next-Gen-Konsolen holen. Denn zumindest die Xbox Series X wird ja, glaube ich, den Epic Games Launcher tatsächlich unterstützen. Das heißt, dort könnt ihr eventuell das Ganze dann auch spielen. Dafür könnt ihr auch einfach übers Handy auf die Epic Games-Seite gehen und euch das dann dort holen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Generell, auch wenn ihr irgendwann mal einen PC habt, habt ihr das Spiel dann auf jeden Fall schon mal und ist eine richtig nice Sache, wie ich finde. Heute Nachmittag werde ich im Video auch nochmal ganz kurz erklären, wie man das denn genau macht. Das heißt, wenn es nicht genau ist, könnt ihr dort auch nochmal vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann gleich den Shop an. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr, wie gesagt, auch keine weiteren Videos mehr. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort bin ich heute ab 14 Uhr live. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Und dort haben wir heute einen neuen Skin. Und zwar den Killer-Auftrags-Skin. Damit ist dann im Prinzip eine laufende Zielscheibe. Und hier blinkt das Ganze sogar. Das heißt, die Gegner wissen auch noch genauer, wo ihr seid. Ist auf jeden Fall ein Skin, den man in Tournaments spielen sollte. Denn so eine Zielscheibe ist ja relativ praktisch. Dann hat man sicherlich auch bessere Chance, tatsächlich gelasert zu werden. Ist auch ein reaktiver Skin. Was da genau reaktiv ist, weiß ich allerdings nicht. Sieht aber trotzdem eigentlich ganz nice aus. Hinten natürlich auch noch ein Backpack, das noch mehr leuchtet als der normale Skin. Ist auf jeden Fall ein witziger Skin. Eher eben halt nicht zum normalen Spielen gedacht. Dann haben wir noch die Schießbude-Lackierung. Sieht tatsächlich relativ cool aus. Ist auch reaktiv. Was genau daran reaktiv ist, weiß ich nicht. Und leuchtet hier eben halt immer abwechselnd die 3 Farben durch. Und dazu gibt es dann noch die Schusslinie Spitzhacke. Ebenfalls reaktiv tatsächlich. Und ja, genau im gleichen Stil wie der Rest gehalten. Sieht auf jeden Fall aber ganz nice aus. Dann habe ich hier als nächstes den Rackskin. War glaube ich auch schon relativ lange nicht mehr im Shop. Dann noch die weibliche Version, den Dino-Kommando-Skin. Dann dazu die rote Schuppenlackierung und die Dino-Lackierung noch. Dann haben wir als nächstes noch die Expertin. Dazu haben wir dann natürlich das Papierflugzeug als Gleiter. Dann haben wir als nächstes Fork Knife bzw. Knife Fork, wie man das auch anordnen kann. Eben halt je nachdem, ob man links dann das Messer haben will und rechts die Gabel oder rechts das Messer und links die Gabel. Und ist eigentlich ganz nice, eine ganz nice Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes noch den Mega Moves Mode. Dann als nächstes noch den ins Schwarze Skin. Hier hat man auch noch einen zweiten Stil und zwar den Pixel-Art-Stil. Weiß gar nicht, wird der jetzt angezeigt. Hoffentlich gleich. Genau, dieser Stil ist der zweite Stil, ist seit dem Valentinstag, glaube ich, jetzt in diesem Jahr drin. Ist auf jeden Fall ganz nice, ein ganz nicer Skin. Dann haben wir auf jeden Fall als letztes noch den Setz-Sich-Doch-Emote. Und das war es dann auch mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.